Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was murmelt und dann behauptet, er hätte gemurmelt, dass sie eine tolle Philosophin ist. Und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin. An der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Bruch. An der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will eine Bauernmädchen. Mädchen, was vielleicht nicht sonderlich helle ist, aber schlicht und einfach. Und das wird sie nie sein können. Weil sie wird als Philosophin betrachtet. Und sie ist einfach auch durch ihre Position als Gräfin dazu gezwungen, sich so zu verhalten. Nee, wieso? Ist ja der sonst immer ein Herz und eine Seele. Und deshalb kann ich nicht alleine in die Kantine, oder was? Nein, aber ich finde es ja nur so toll, wie gut ihr befreundet seid. Ich muss ja mal los.